Willkommen zum Wiesenhof-Expertentipp. Mit der ersten Begegnung Hoffenheim gegen Stuttgart haben wir, glaube ich, gleich eine interessante Begegnung. Stuttgart mit einem neuen Trainer. Das erste Spiel, würde ich mal sagen, ist nicht so gut verlaufen. Hoffenheim hat jetzt mal wieder gewonnen. Ich glaube, Stuttgart wird sich besser präsentieren als im letzten Spiel, aber ich denke trotzdem, dass Hoffenheim ein 2-1-Sieg einfahren wird. Die nächste Paarung, Dortmund gegen Hertha BSC. Dortmund ist momentan einfach richtig gut und da glaube ich, lassen sie auch nichts anbrennen, vor allem vor heimischem Publikum. Und da denke ich, wird es ein 3-1. Dann haben wir die nächste Partie, Leipzig gegen Schalke 04. Ja, ist auch sehr schwer zu tippen, finde ich, weil beides eigentlich gute Mannschaften sind. Ich glaube, das wird das erste Unentschieden. Das ist ein 1-1. Dann haben wir die nächste Paarung, Hannover 96 gegen FC Augsburg. Ich komme natürlich aus Hannover, deswegen bin ich da dann, glaube ich, ein bisschen parteiisch. ich glaube, das wird ein 2-1 für Hannover 96. Dann haben wir einmal den Sportclub Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach. Ich finde, Borussia Mönchengladbach spielt einfach momentan echt richtig gut. Freiburg zu Hause ist immer schwer. Es ist, glaube ich, ein Hexenkessel da, wo ich da auch selber noch nicht gespielt habe. Aber ich glaube, das könnte vielleicht 2-1 für die Borussia sein. Als nächstes haben wir dann Mainz 05 gegen FC Bayern München. Ich glaube, Bayern hat sich wieder ein bisschen gefangen, obwohl ich jetzt noch nicht glaube, dass das ganz durch ist. Aber ich glaube, Bayern wird das schon machen und da tippe ich auf ein 2-0. Dann haben wir die drittletzte Begegnung, Fortuna Düsseldorf gegen VfL Wolfsburg, gegen den VfL Wolfsburg. Schwierig, das wäre so ein Spiel, das würde ich mir persönlich nicht angucken. Aber ich sag mal, das wird ein schönes 0-0. Ja. Dann als vorletztes haben wir Nürnberg gegen Eintracht Frankfurt. Frankfurt, muss ich sagen, hat mir die letzten Wochen oder die letzten Spiele jetzt sehr gut gefallen. Und von daher tippe ich da ja schon auf ein 3-2. Ein torreiches Spiel. Schauen wir mal. Ja, und dann kommen wir zu unserer Partie. SV Werder Bremen gegen Bayer 04 Leverkusen. Ich glaube, wer am Ende da als Gewinner vom Platz gehen wird, brauchen wir nicht lange drüber reden. Aber über das Ergebnis reden wir nochmal. Und ich glaube, Leverkusen hat eine sehr gute Offensive, aber defensiv können wir da auf jeden Fall, also natürlich in deren Defensivreihe können wir da dann auf jeden Fall zuschlagen. Und daher glaube ich, wird das ein knappes Spiel, aber es wird ein 2-1 für uns. Und damit behalten wir die 3 Punkte zu Hause. So, und jetzt seid ihr dran. Viel Spaß und viel Glück.